Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickepie. Heute geht es darum, in dein Inneres zu schauen und zu gucken, welche Auswirkungen das vielleicht hat. Was ist in dir los? Was kommt dadurch auf dich zu? Und was kannst du vielleicht besser verarbeiten, besser mit umgehen? Wie kannst du ja vielleicht deine Zukunft besser formen? Oder nicht besser, aber ihr wisst, was ich meine. Wir gucken mal in dein Inneres, wir gucken in deine Seele. Und du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles, um das zu tun. Pile Nummer 1 habt ihr den Karneol. Pile Nummer 2 habt ihr den Golden Healer Quartz. Und Pile Nummer 3 habt ihr das Tigerauge. Ich packe euch wie immer die Timestamps in die Infobox. Und gebe euch noch die Auswahlmeditation. Das ist gerade so gut, wie das hier funktioniert. Ja. Und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pile wieder. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Karneol gewählt und wir schauen mal, was bei dir hier kommt. Bis jetzt ist Mimi noch nicht da, mal gucken, wann sie kommt. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit den Tarotkarten an und gucken, welche Infos wir hier bekommen. Okay, interessant, 5 der Scheiben. Was ist dieses... Quälen, betteln, suchen nach mehr. Und das ist jetzt nicht im Bösen gemeint, ne? Also jetzt, du bist jetzt nicht jemand, der irgendwie ein schlechter Mensch ist, überhaupt nicht. Es ist eher dieses, man verzehrt sich nach etwas, man will etwas, man fühlt sich unzufrieden mit dem, was man hat. Das ist so eine gewisse Leere, die man empfindet. Ja, sie ist so, gib mir, ich möchte. Und das ist, wenn man sich sehr ausgebrannt, müde, kaputt, vielleicht auch vom Leben ein bisschen missverstanden fühlt. Also es ist so eine Schwermut, die ich gerade mitbekomme bei dir. Auch interessant. Du hast... momentan auch stark mit dir zu kämpfen. Vielleicht ist es das, dass das gar nicht so, diese Schwermut kommt nicht von ungefähr, sondern du musst viel kämpfen oder du musstest viel kämpfen, du musstest dich viel zur Wehr setzen. Aber ich sehe auch die Kraft, die du aufbringst, um dich zu wehren, um dich durchzusetzen, um dich vielleicht auch am Leben zu halten, um weiterzumachen, um weiterzukämpfen, um Lebensmut zu haben. Das ist übrigens bei mir hier die 7 der Stäbe. Aber ich sehe, dass das halt auch viel Energie und Kraft kostet. Das ist es, um sich im Leben zu behaupten, zu wehren, weiterzumachen. Das kostet halt viel mehr Kraft, als wenn man einfach nur lebt, einfach nur weitermacht, einfach nur normal lebt. Ja, deswegen Menschen, die nie irgendwas durch hatten oder nie wissen, wie es ist, in irgendeiner Form sensibler zu sein, vielleicht Trauma zu haben, Schwere durchgemacht zu haben, die wissen nicht, wie viel Kraft und Energie das kostet, überhaupt weiterzumachen. Und deswegen Hut ab an dich an der Stelle. Interessant, wir haben hier die Hohepriesterin. Also du bist eine stark verbundene Seele mit dem Kosmos, mit dem Universum, mit deiner Seele, mit den Geistführern. Du bist jemand, der
darf und soll seine Spiritualität aktiv ausleben und soll da auch keine Angst vor haben und auch keine Scham oder sowas, sondern das ist wirklich auch deine Aufgabe in diesem Leben mit, dich dem Ganzen zu widmen und das auch zu praktizieren und in dieser Welt auch vielleicht sogar auf die eine oder andere Weise damit Fuß zu fassen. Vielleicht ist es das, wenn man seine Spiritualität nicht auslebt, sich nicht vertraut und nicht an sich glaubt, dann landet man irgendwann in dieser Phase, dass man um die Aufmerksamkeit, Liebe und Nähe anderer Menschen bettelt, die es eigentlich nicht wert sind. Oft bettelt man dann auch an der falschen Stelle, also bei Menschen, die es einem gar nicht geben können, die man sich vielleicht schön geredet hat oder wo man dachte, die wären vielleicht fähig, aber sie sind es gar nicht. Ja. Was haben wir noch? Machen wir mal hier. Oh, interessant. Das ist die Journalistin, Reporterin, Investigatorin. Du bist gerade auf der Suche nach mehr. Du bist auf der Suche nach dir selbst, du bist auf der Suche nach Wahrheit, du bist auf der Suche nach dem, wo das Leben eigentlich dich hinführt. Warum du hier bist, ich glaube, du findest gerade sehr viel raus. Und ich habe das Gefühl, du sollst da auch ein bisschen Forscher sein. Also du musst gar nicht nett und lieb und brav sein. Ich habe eher das Gefühl, du sollst auch ein bisschen, so wie ein Journalist Fragen stellt, die ihm wie ihm der Schnabel gewachsen ist, weil er was rausfinden will, weil er Informationen bekommen will, vielleicht weil er auch aus Menschen was rauskitzeln will, vielleicht ist das jetzt auch gerade so ein bisschen dein Thema, vielleicht willst du was aus anderen rauskitzeln, vielleicht willst du was über deine Vergangenheit erfahren und versuchst mit deiner Familie oder anderen Menschen ein bisschen anders zu reden als sonst. Es kann auch sein, dass du dich mehr unter die Lupe nimmst. Auf jeden Fall bist du gerade auf einem Weg, der dich voranbringen wird, auch wenn sie es vielleicht manchmal nicht so anfühlt und alles sehr schwermütig ist. Wenn man mal überlegt, so jemand, der jetzt zum Beispiel als Journalistin arbeiten würde und in der früheren Zeit, derjenige musste sehr viel forschen, um am Ende an Resultate zu kommen. Und das ist manchmal gar nicht so ein leichter Weg und manchmal muss man sehr tief graben und unangenehme Themen bearbeiten oder unangenehme Fragen stellen oder sehr intuitiv an Dinge auch rangehen, ne? Sehr intuitiv auch Dingen nachgehen und manchmal nicht wissen, ob das irgendwo hinführt, aber einfach sich zu vertrauen, dass es irgendwo hinführen wird. So fühle ich das so ein bisschen. Und deswegen auch dieses Wehren, sich durchsetzen, ne, dass man es nicht so leicht hat, dass Menschen immer irgendwie was von einem wollen. Da braucht es viel, viel Elan, Durchsetzungsvermögen und Geduld auch mit sich selbst, dass man da dranbleibt und nicht mittendrin untergeht. Okay, was haben wir hier? Oh, das ist eine meiner, in Anführungsstrichen, mit gruseligsten Karten im Deck, in dem anderen Deck, was ich habe. Ich habe noch so ein anderes Deck. Und das ist für mich so dieser wahr gewordene, toxische, narzisstische Albtraum. Also hier haben wir jemand, der entweder in dir noch innewohnt, also das heißt, du hast das übernommen von jemandem, da hat dich jemand beeinflusst, da hat dir jemand Schaden zugefügt, da hat jemand dein Licht runtergezogen, vielleicht jemand, der immer noch auf dir rumhackt, immer noch jemand, der über dir stehen möchte. Manchmal kann es jemand sein, der aktiv im Leben ist, kann Arbeitskollege sein, der das Leben dir schwer macht, das kann jemand Familiäres sein. Es kann auch sein, du hast mit allem und jedem abgebrochen, fängst ein total neues Leben an und trotzdem hauntet dich irgendwie noch die Vergangenheit und das, was Menschen über dich oder dir gesagt haben. Oder du begegnest immer wieder Menschen, die ähnliche Dinge sagen und du wirst es nicht los, weil du merkst, dass es da draußen viele Menschen gibt, die voller Neid und Missgunst und auch Furcht und Schmerz sind und das an andere übertragen und ihren Schmerz nicht selber verarbeiten wollen. Und so fühlt sich das an, jemand, der gehässig und fies ist. Und manchmal kann man auch gehässig und fies zu sich selbst sein, wenn man sich zum Beispiel keine neue Zukunft gönnt, kein neues Leben gönnt, wenn man an dem Alten festhält und das Toxische weiter mitschleppt. Und ich spreche aus Erfahrung, das ist manchmal was, das kann man gar nicht von der ersten Sekunde abschütteln, weil es zu Hause ist. Oft ist das, wie man aufgewachsen ist oder was man manchmal erlebt hat. Man kann sogar gut aufgewachsen sein, war gutgläubig, ein bisschen naiv, ist in eine Ehe eingegangen, hat dann in dieser Ehe die schlimmste Hölle erlebt und ab da denkt man, man ist nichts mehr wert, man darf nichts mehr erleben, man darf nichts mehr lieben, man darf keine Freude mehr empfinden, weil das, was man jetzt hatte, ist ja so schief gegangen und man ist an einem schuld. Und so fühlt es sich so ein bisschen an, so wie jemand, der sagt, na, bist du selber schuld? Da. Also so gehässig, ne? Und ich habe das Gefühl, das sollst du angucken. Wer ist das? Wer ist das in deinem Leben gewesen? Warum kann das immer noch in dir existieren? Und warum lässt du das zu? Warum ist es ein Teil von dir? Weil ich habe das Gefühl, das gehört null zu dir. Das ist was Externes. Das ist etwas, was nicht zu dir gehört, was dir auferlegt wurde. Ja. Und wir gucken mal, weil ich habe hier ein paar Krafttiere, welche Krafttiere dich gerade schützen oder dir... Oh, interessant. Oh. Ich liebe die Eule. Das ist so eine ruhende, in sich ruhende, weise Kraft. Du sollst mehr in dich reinhorchen.
Aber reinhorchen, was die guten Worte sind, was die guten Ideen sind, was die gute, weil das, was das gute Gefühl ist. Lass dieses Negative in dir davonziehen. Glaub dem nicht, hör dem nicht zu. Lass es einfach brabbeln. Das bist nicht du, das ist nicht dein wahres Ich. Die Negativität in uns, also gerade die, die uns runterzieht, uns unser Licht dämmt, das ist oft einfach nur Gehörtes, Gesehenes von anderen. Das ist oft das, was auf der Welt passiert. Und wir haben manchmal Angst davor und denken, wir müssen uns schützen. Also integrieren wir es in uns und wollen uns vor allem und jedem schützen und wollen am Ende alles richtig machen. Aber das Leben besteht aus mehr als nur richtig. Das Leben ist manchmal voller Chaos und ich habe das Gefühl, du sollst in dir ruhen und durchatmen und vertrauen, dass die Dinge für sich entfalten und dass dein Licht niemals aufhören wird zu brennen, egal wie viel Leid du erlebt hast und dass niemand dir das nehmen kann. Auch nicht diese blöde Fratze hier, sondern du bist ein in sich ruhendes, wundervolles Wesen, was sehr viel Liebe und Kraft in sich hat und du brauchst keine Angst haben vor der Zukunft, das fühle ich. Und der Igel. Ich liebe den Igel. Ich liebe den kleinen Igel hier unten und ich liebe den großen Igel, weil der kleine Igel weiß gar nicht, wie groß er eigentlich ist. Und du bist es auch. Du weißt gar nicht, wie groß, mächtig und stark du bist. So ein kleiner Igel, ich würde sagen, Leute belächeln vielleicht den Igel, weil er in der Natur etwas sehr Kleines ist. Und für manche sind nur große, imposante Wesen oft beeindruckend. Aber der Igel, der überlebt Winter, der wudelt vor sich hin, der schafft sich, der kann sich in sich zusammenkugeln und sagen, Fressfeind, du kannst mich mal aus, oder du willst Stacheln in deinem Mäulchen haben. Also er ist schon ein sehr cleveres, geschütztes Wesen mit einem sehr weichen Körper eigentlich. Er ist sehr weich und verletzlich und trotzdem weiß er ganz genau, dass er sich nicht alles gefallen lassen muss, nur weil er ein kleiner Igel ist. Und vielleicht ist es das, was du brauchst, dass du weißt. Vielleicht denkst du, du bist nur ein kleiner Igel, du bist nur ein kleiner Punkt im Riesenuniversum. Aber das heißt noch lange nicht, dass du dir was gefallen lassen musst. Das heißt noch lange nicht, dass du dich geschlagen geben musst, weil du hast auch deine Zacken, deine Stacheln. Du darfst dich zusammenkugeln und sagen, ihr könnt mich alle mal, ich gehe meinen Weg, ja. Also es fühlt sich sehr, sehr mächtig an, also mächtig im Sinne von, wenn man erstmal weiß, wer man ist, wenn man erstmal weiß, zu was man fähig ist und wenn man erstmal seine Rechte kennt, was man eigentlich auch darf und dass man sich wehren darf oder dass man sich durchsetzen darf, dass man sich behaupten darf und dass man seinen Platz im Leben einnehmen darf, dann, ja, dann habe ich das Gefühl, dann sehen die anderen gar nicht mehr so mächtig und riesig aus, ja. Auf jeden Fall. Ich fühle so eine ruhige, starke, aber auch sehr süße, niedliche Kraft. Also du bist jemand, der hat was sehr Putziges. Okay, was kriegen wir noch rein? Oh, wir haben noch eine Astrologiekarte. Oh, interessant, wir kriegen hier die Fische rein. Meine Fischegöttin oder Fischefrau unter dem Wasser ruhenden, badend in der Gefühlswelt. Vielleicht ist es das, vielleicht badest du momentan in deinen Gefühlen oder du solltest in deinen Gefühlen baden und nicht so viel Angst haben vor dem, was du fühlst. Manchmal ist es ganz wichtig, das durchzufühlen. Tränen, Verzweiflung, Wut. Nicht davor Angst zu haben, sondern zu dem zu stehen, wer man ist. Man ist vielschichtig, man ist vielseitig, man hat viele Facetten und bestimmte Dinge können einen aufwühlen, andere Dinge wühlen einen vielleicht nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, du bist jemand, der fühlt sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht wohler als andere Menschen und an den Stellen, wo andere sich normal wohlfühlen, das ist für dich schwieriger. Und vielleicht will man dann manchmal sich anpassen und genauso sein wie andere, aber es ist wichtig, dass du zu dir stehst, dass du wirklich du bist. Und ich fühle auch den Rückzug, die Isolation, die Innenschau. Also für dich ist gerade sehr, sehr wichtig, dich nicht anzupassen und nicht mit anderen mitzugehen, sondern deinen Weg zu gehen und auch zu forschen, weil die Fische ist ja auch so eine Karte, die forschen, die suchen nach mehr, die wollen ja auch sich verbinden mit dem Kosmos. Deswegen interessant, Fische haben wir hier und dann die Hohepriesterin, also diese Verbundenheit mit dir selbst, ja, was ist dein Weg, wo führt er dich hin, welche Aufgabe hast du auf diesem Weg und immer bei dir zu bleiben, dich nicht ablenken zu lassen, dich nicht von Leuten rumschubsen zu lassen oder dir was vorschreiben zu lassen. Okay, schauen wir mal kurz die Wortkarten. Ja, Täter, Opfer. Das war fast klar, dass das kommt, weil gerade bei dieser Narzisstenkarte,
Ich sage immer, es ist wichtig anzuerkennen, wenn man ein Opfer von etwas war, dass man auch sagt, ich weiß, es gibt sehr viele, die sagen, ich bin eine Überlebende oder ein Überlebender, I'm a Survivor. Und das ist auch gut, um in seine Kraft zu kommen, um sich aus der Opferrolle hinaus zu bewegen und zu sagen, ich bin jemand, der kann das Leben für sich selbst formen. Aber bevor man diesen Schritt geht, ist es ganz wichtig zu sehen, dass man ein Opfer von etwas war. Das heißt, du bist nicht schuld. Jemand hat dir etwas angetan und jemand hat dich überrumpelt, dich übermächtigt, hat dir geschadet, hat dir Schmerz zugefügt und dass man das anerkennt, weil nur so kannst du Heilung angehen, wenn du niemals, also sehr viele Leute haben ein Problem damit, dieses Opfergefühl zuzulassen, weil sie sehen das als Schwäche oder als sagen, ja, ich bin ja kein Opfer, ich kann mich ja wehren, ich kann mich im Leben und das kannst du auch. Aber nur jetzt als Beispiel, als Kind, wenn du übergangen wirst als Kind, egal in welcher Form, da kannst du ja nichts für, also bist du ein Opfer von etwas. Oder ne, du bist jetzt eine Frau, die heiratet den Mann und nachdem ihr geheiratet habt, wird er auf einmal zum Biest und du hast es nicht kommen sehen, du hast es nicht geahnt, dann bist du ein Opfer von etwas, weil du sozusagen diesem Theaterstück, diesem Schauspiel verfallen bist und du wusstest es nicht, dass es das gibt, weil du hattest ja gar keine Ahnung davon. Und das ist es. Es geht darum, die Schuld von einem wegzunehmen, den Ballast, die Scham. Und darum geht es, sich selbst diese Bürde wegzunehmen und dann zu sagen, ich habe es überlebt, I'm a Survivor, und dann weiterzugehen. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, diesen Schritt nicht zu überspringen und sich selbst auch in diese Gefühlslage zu bringen. Deswegen auch die Fische, sich wirklich auch zu fühlen, auch mit allem, was dazugehört. Hier wird gerade gerannt im Hintergrund. Und das ist es auch. Du bist ein Sternwesen. Das heißt, Sternwesen sind nochmal viel sensibler, was die Welt angeht. Die haben nochmal ganz anderes Empfinden, was Menschen angeht. Also, wenn Menschen Dinge tun und andere sagen, boah, das war doch jetzt überhaupt kein Problem oder ich weiß gar nicht, was du hast. Sternwesen sind sensible Seelen, die viel mehr sehen und fühlen als andere. Und deswegen kann man sich manchmal nicht mit einer, sagen wir mal, normalen Person unterhalten. Die versteht überhaupt nicht, was du meinst. Die ist so wie, übertreibst du da nicht ein bisschen? Oder redest du dir da vielleicht nicht mal was ein? Oder meinst du nicht, dass man da einfach, keine Ahnung, drüberstehen könnte, lernen könnte, wie auch immer? Und Sternwesen können sich nicht übergehen oder sollten sich nicht übergehen. Oder die können manchmal eben Dinge nicht einfach nur abschalten oder einfach nur drüber gehen. Oder ich meine, das kann man lernen, aber tief drin ist die Verletzung trotzdem da. Und deswegen, du sollst respektieren, wer du bist. Du sollst dich nicht zu jemandem machen, der du nicht bist. Du sollst zu dir stehen, selbst wenn es andere uncomfortable machen, ja, als auch, also wenn andere sich unwohl fühlen, dann ist das nicht dein Problem. Manchmal ist es sogar wichtig, andere in einen Zustand zu bringen, wo sie sich unwohl fühlen mit dem, was du gefühlt oder erlebt hast, weil oft die Gesellschaft wegguckt und die Probleme der Welt ignoriert und immer eine schöne Welt kreieren will, die aber sehr künstlich ist und die nicht heilsam ist. Und deswegen leben wir auch in einer Welt, die sich manchmal überhaupt nicht echt und real anfühlt, sondern so fake und so gespielt und so oberflächlich, weil eben die Tiefe fehlt. Und deswegen, du bist auch hergekommen, um Menschen uncomfortable zu machen. Nicht, weil du das mit Absicht machst oder weil du ein schlechter Mensch bist, sondern du sollst aufwecken. Und aufwecken bedeutet aus einem Schlaf aufwachen. Und jeder, der schon mal aus einem Schlaf aufgewacht ist, war müde, war kaputt und hatte keine Lust aufzuwachen, weil er will lieber noch weiter schlafen. Und manchmal muss man aber aufwachen, weil es wichtig ist und vonnöten ist. Okay, lass uns noch die letzte Karte angucken. Du bist noch nicht bereit. Das ist es vielleicht auch egal, was du gerade vielleicht in deinem Leben vorhast oder wo du dir vielleicht Gedanken gemacht hast. Ich habe das Gefühl, die Innenschau, dass du sozusagen hier erstmal nachforscht, was vielleicht als nächstes kommt oder ne, was bei dir los ist. Vielleicht die Person oder diese Energie aufdeckst, wo die herkommt. Hier haben wir auch die Innenruhe, dich zurückzuziehen. Und ich glaube, wenn du dann weißt, wer du bist oder zumindest das Gefühl hast, du weißt, wer du bist, ich glaube, dann geht's vorwärts. Aber momentan ist das noch so eine ruhende Kraft, also so eine, sagen wir mal so, es gibt so eine äußere Aktivität und es gibt eine innere Aktivität. Und bei dir habe ich das Gefühl, momentan ist eine innere Aktivität viel wichtiger, als im Außen etwas zu machen. Ja. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt zu Pein Nummer 1. Falls ihr euch noch zu einem weiteren Pein gezogen fühlt, schaut ihn gerne an. Falls ihr mich buchen wollt, findet ihr das in der Infobox verlinkt. Also wenn ihr unten auf Mehr klickt. Genauso, falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, das könnt ihr auf meiner Website oder auch per PayPal. Und wir sehen uns dann einfach wieder. Schaut doch gerne bei Bastelria vorbei. Macht's gut, bis dann.
Hallo, Paar Nummer 2, ihr habt den Golden Healer Quarz gewählt und wir schauen mal, was bei euch hier reinkommt. Ja, ich glaube, wir fangen ja auch mit den Tarotkarten als erstes an. Okay, was bekommen wir hier rein? Interessant, die Kaiserin. Also eine sehr mütterlich in sich nährende Energie. Du bist also gerade auf einem Pfad, wo du entweder dich oder auch andere nähren willst. Manchmal ist es ja auch beiderseits, ne? Wenn man gerade für sich sorgt, ist man irgendwie auch fähig, anderen Kraft und Halt zu geben. Oder sagen wir es mal so, man bereitet sich darauf vor, wieder nicht so zu viel zu verlieren. Weil manchmal, wenn man sich nicht um sich kümmert, kann man trotzdem manchmal andere Leute unterstützen und bei sich immer mehr verlieren. Und hier fühlt es sich so ein bisschen an, als ob du für dich sorgst und automatisch auch dafür sorgst, dass wenn mal irgendwas in deinem Leben ist, du auch Kraft und Energie hast, anderen diese ja, Weisheiten, Liebe, Geborgenheit zu geben. Okay, was haben wir noch? Interessant, hier haben wir wieder drei der Scheiben. Also du sollst stolz auf dich sein. Vielleicht sogar im Zusammenhang. Also entweder, bei manchen kann das sein, ne? Ihr seid jetzt vielleicht gerade in dieser Phase, wo ihr vielleicht darüber nachdenkt. Manche zumindest. Wartet kurz. Ja, sind gerade Finn und Mischka, die kappeln ein bisschen. Okay, was wollte ich sagen? Dass du stolz, also zum einen habe ich das Gefühl, könnte der ein oder andere vielleicht gerade mit Familienplanung zu tun haben, aber das ist jetzt nur für eine kleine Gruppe, habe ich das Gefühl. Für die anderen geht es eher darum, vielleicht auch zu ihrer weiblichen Seite zu stehen, stolz auf sich zu sein, stolz darauf zu sein, wenn du feminin bist oder wenn du auf dich hörst, wenn du deinen Gefühlen vertraust, wenn du deine weiche Seite akzeptierst, weil die weiche Seite ist mit die das Leben trägt. Das ist nicht die harte Seite, die das Leben trägt, das ist die weiche Seite. Das ist das, was Leben gebiert, das ist das, was Leben gibt und das Leben besteht aus mehreren Facetten und wir haben sehr viel Härte in diesem Leben und deswegen ist es auch wichtig, die Weichheit zu zelebrieren und sich auch Raum dafür zu geben, weich zu sein, verletzlich zu sein, gefühlvoll zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, du wirst auch mit dem, wie du bist, egal ob du jetzt Mann oder Frau oder wie auch immer bist, du wirst damit auch was erreichen. Also das wird dich auch vorwärts bringen, aber du sollst eben auch auf dich stolz sein, so wie du bist. Interessant. Ja, aber die, für mich ist es, ich habe in meinem Deck die Hofkarten alle weiblich gemacht und habe das generationsübergreifend gemacht. Also sozusagen kleines Mädel bis erwachsene Frau. Und hier haben wir jetzt meines Erachtens, könnte man fast sagen, die Königin, Kaiserin der Scheiben. Und sie ist alteingesessen. Also sie hat... Was macht die Kamera jetzt hier gerade? Sie hat alles schon hinter sich. Sie hat alles schon erlebt. Sie hat so viel schon an Wissen, Weisheit in sich. Ich glaube, sie hat sehr viel schon erlebt und sie weiß, wie der Hase läuft. Vielleicht ist es das. Du wirst vielleicht, oder du... Es fühlt sich an wie jemand, der schon viele Inkarnationen hinter sich hat und schon einiges erlebt hat und deswegen eigentlich auch weiß, wie das Leben läuft. Selbst wenn es im ersten Moment nicht klar umsetzbar ist, bist du aber jemand, der eigentlich weiß, wie es funktioniert. Und ich glaube, du musst in dieses Vertrauen wiederkommen, dass du weißt, wie Dinge funktionieren, dass du dir deinen Platz nimmst, dass du dich behauptest, dass du zu dir stehst. Weil wir haben hier eine sehr starke weibliche Energie, also eine sehr starke auch manifestierende Energie. Also, dass du auch wirklich so eine Ruhe und Stille in dir hast. Ich weiß nicht, die haben beide so eine... Sie hat zwar noch so dieses Aufblühende, aber sie hat schon dieses altbewährte, eingesessene, in sich ruhende, wissende, alles wird gut, alles funktioniert, ich krieg das hin, ich mache mir gar keine Sorgen und ich sag, wo es lang geht, wenn mich was nervt. Energie, und in die sollst du kommen. Also was auch immer bei dir im Leben, in deinem Leben gerade los ist, egal wo du dich gerade befindest, du lässt dich auf gar keinen Fall auf der Nase rumtanzen. Und wenn du dir auf der Nase rumtanzen lassen solltest, dann wird es Zeit, dass du das nicht mehr tust, weil du hast es überhaupt nicht nötig. Du hast es null nötig, dass jemand auf der Nase rumtanzt. Du hast es null nötig, dass jemand vielleicht irgendwie sagt, wie du was zu tun und zu lassen hast, weil da ist so eine absolute auch Überlegenheit, die ich fühle, so eine Stärke, so eine Kraft, so eine Ruhe auch, so eine unheimliche Ruhe. Okay, lass uns mal weiter gucken.
Okay, interessant, dass die in letzter Zeit öfter kommt, aber das bedeutet auch, du hast Geduld oder du sollst Geduld haben. Entweder bist du eine geduldige Person, weil wie gesagt, Erdkarten stehen ja auch fürs Geduld haben, oder du sollst gerade lernen, Geduld zu haben. Aber vielleicht weißt du auch, dass gut Ding Weile hat und dass du nicht mit Schnelligkeit immer was erreichst. Also klar, man kann mit Schnelligkeit Dinge voranbringen, aber ich habe das Gefühl, das, was du willst, diese wirkliche Stabilität und Sicherheit im Leben, die braucht manchmal Zeit, weil die Tiefgründigkeit braucht, weil die auf solidem Fundament aufgebaut werden muss. Also man kann schnell sagen, ich will vielleicht schnell eine Beziehung, ich will schnell irgendwas haben, aber es heißt nicht automatisch, dass es langwierig ist oder während ist oder dass es wirklich Stabilität hat. Okay. Hier haben wir das gebrochene Herz. Entweder bist du der Mann mit dem gebrochenen Herz oder einige von euch, ja, haben mit einem Mann zu tun gehabt, der ein gebrochenes Herz hatte oder hat zumindest euch das gesagt oder ihr habt das Gefühl, dass vielleicht da, ich meine, wenn wir ehrlich sind, wie viele Frauen von uns wollten schon Männer retten? Also jetzt nicht nur, ne? Männer wollten vielleicht auch schon Frauen retten, aber ich habe das Gefühl, der Großteil der Frauen wollte den Mann schon retten, der ein gebrochenes Herz hat und nicht, scheinbar nicht fähig ist zu lieben. Und vielleicht ist das ein Thema in deinem Leben gerade. Das kann auch der Vater sein, der die Tochter nicht liebt, der Vater, der den Sohn nicht liebt oder nicht lieben konnte, der die Nähe nicht aufbauen konnte. Es kann der Ex-Mann von dir sein, der keine Nähe zu dir oder zu deinem Kind aufbauen kann. Also es fühlt sich an wie jemand, der auch an einem gebrochenen Herzen ein bisschen festhält. Also das heißt jemand, der auch den Heilungsprozess bei sich selbst ein bisschen aufhält oder vielleicht manchmal auch sich drin suhlt, dass er ein gebrochenes Herz hat. Also nicht, dass man soll seinen Schmerz fühlen und auch sich nicht übergehen, aber es gibt manchmal Menschen, und ich sage bewusst Menschen und nicht Mann oder Frau, sondern Menschen, die halten manchmal daran fest, dass etwas Tragisches in ihrem Leben war und wollen gar nicht weitergehen. Und dann muss jeder andere, der dann kommt, drunter leiden. Die gehen dann zum Beispiel in eine Beziehung, lassen aber den neuen Partner zum Beispiel spüren, dass er Altlasten hatte oder dass er Schmerzen hatte. Und ich will jetzt nicht davon reden, dass man Trauma hatte und ne, getriggert wird. Das meine ich nicht. Wenn man offen und ehrlich über diese Dinge redet und in Kommunikation geht und an sich arbeitet, ist das was ganz anderes, als wenn jemand sich vielleicht verschließt, sich zurückzieht, vielleicht abwehrt, ignoriert, sich dem Ganzen vielleicht nicht stellen möchte. So eine Energie bekomme ich hier gerade. Okay, was kriege ich für Krafttiere? Gucken wir mal, was ich für Krafttiere hier für dich rein. Oh, okay. Also ich würde sagen, sie ist so eine düstere Katze, die, ich will nicht sagen, das Dunkle in sich trägt, aber die schon weiß, okay, das Leben hat doch andere Facetten als immer nur schön. Und ich glaube, du könntest die schwarze Katze sein, du könntest diese Energie sein, die in dieser Welt das Düstere in sich trägt, weil sie es erlebt hat und die dadurch mit einem gewissen Scharfsinn durchs Leben geht. Deswegen, ich habe das Gefühl, sie hat auch so eine ähnliche Energie wie sie. Sie haben beide so dieses, wir lassen uns nichts vormachen, wir lassen uns nicht mehr veräppeln. Vielleicht auch durch diese Energie. Weil er könnte im Grunde genommen auch der wirklich zerbrechliche, liebevolle Mann sein. Aber ich habe das Gefühl, er hat jetzt gerade so ein bisschen dieses Wehleidige. Und sie hat die Nase voll. Sie lässt sich nicht mehr veräppeln. Und auch sie nicht. Sie ist so, nee, nee, pst, weg mit dir. Und wie gesagt, das kann auch auf, ne, Frauen gepackt werden. Also lasst euch von den Geschlechtern jetzt hier nicht irritieren, falls in eurem Leben irgendwas in dieser Art vielleicht ähnlich ist, dass ihr das einfach für euch so packt. Aber es fühlt sich so an, wie du baust dir gerade einen Selbstwert auf, der unabhängig davon sein soll, wen du liebst oder wen du geliebt hast oder wer dich liebt. Du baust dir einen Selbstwert auf, einfach nur darauf basierend, wer du bist und was du von dir hältst und nicht, was andere von dir halten. Und es ist dir egal, wie lange das dauert und was das alles für Kraft und Energie kostet. Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der findet sich gerade extrem selbst und das braucht eben seine Zeit. Aber du darfst da auch ruhig ein bisschen stur sein, weil ich kriege auch so ein bisschen die Stierenergie hier rein.
So ein bisschen stur, ein bisschen bockig, ein bisschen langatmig vielleicht auch. Gerade weil ich gesagt habe, Stierenergie ist ja oft, die kommen manchmal nicht so aus dem Puschen, die brauchen ein bisschen mehr Zeit und das ist gerade sehr, sehr wichtig. So fühle ich das. Okay, das kriegen wir noch rein. Ja, ich glaube, du warst mal die Wunschlampe oder der Genie oder der Djinn oder die Djinn für jemanden, vielleicht auch für denjenigen. Oft ist es so, Menschen, die großes Leid erlebt haben, haben viele Wünsche nicht erfüllt bekommen. Und sie wollen nie wieder Leid. Und sie wollen aber auch, dass niemand anderes jemals leidet. Also werden sie zur wahr gewordenen Wunschflasche oder Wunschlampe, damit andere auch niemals Leid haben, weil sie es nicht ertragen, wenn andere leiden. Vielleicht sind sie sogar mit Menschen aufgewachsen oder seid ihr mit Menschen aufgewachsen, die permanent gelitten haben. Deswegen wahrscheinlich auch hier so ein bisschen diese Leitkarte. Ich kenne es persönlich auch. Bei mir war jemand in der Familie, der war nie zufrieden, hat immer gelitten, egal was man gemacht hat, egal was man getan hat. Das war immer alles leidend und das kann sehr viel Kraft ko kosten und sehr viel Energie kosten und auch sehr viel einem auch das Gefühl geben, man kann nichts richtig machen und egal was man tut, nichts reicht. Und das kann einem sehr viel auch Glauben an sich selbst nehmen. Und deswegen sie hier, sie hat viel hinter sich. Und wenn sie jemanden gepflegt hat und wenn sie sich um jemanden gekümmert hat und wenn sie Dinge aufgebaut hat, es könnte sogar sein, du hast dir vielleicht auch beruflich mal was aufgebaut oder du willst dir beruflich was aufbauen, weil es fühlt sich so an wie jemand, der sagt, ich denke jetzt an mich. Ich denke jetzt an mich und meine Zukunft. Okay, was kriegen wir hier rein? Oh, interessant, dass ich das gerade gesagt habe. Das ist ja für mich die Steinbockkarte, also Business, Beruf. Und ich habe ja gerade noch davon geredet. An sich selbst glauben, seinen eigenen Weg gehen. Nicht das zu machen, was andere von einem erwarten. Sich eigene Ziele zu setzen. Ja, der Steinbock ist der, der auf den Berg hochklettern kann, wie kein anderer. Und da, wo wir runterfallen würden als Menschen oder wo wir uns mit Werkzeug festklammern müssen, kann der da einfach hoch. Meine Stimme, sorry. Hochkraxeln. Und weil es seine Bestimmung ist. Der Steinbock ist dafür gemacht, schwierige Berge hochzukraxeln, aber das ist sein Zuhause. Und so fühlt sich das an. Du bist jemand, der muss sein Zuhause finden, um stark zu sein. Du kannst nicht in dem Zuhause von jemand anderem leben. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, du kannst nicht zu deinem Freund oder Freundin oder was auch immer ziehen. Aber es fühlt sich so an, als ob, wenn du mit jemandem zum Beispiel zusammenziehen würdest oder wenn du irgendwo hingehst, du musst das Gefühl haben, das ist dein Home. Beruflich musst du das Gefühl haben, das ist dein Element. Freundschaftlich musst du das Gefühl haben, das fühlt sich wie zu Hause an. Partnerschaftlich muss sich das anfühlen, als ob ihr euch schon kennt aus einem früheren Leben. Das muss sich anfühlen, als ob du da auch Macht hast, als ob du da Sicherheit hast, als ob du dich da fühlst, als ob du einfach nur du selbst sein kannst, ohne dich zu verstellen, ohne das Gefühl zu haben, unterworfen zu sein, untergeben zu sein, vielleicht irgendwie ständig um was bitten zu müssen, weil es fühlt sich an, als ob du jemand bist, der nur funktioniert, wenn er auch in seinem Element ist. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich. Okay, schauen wir mal die Wortkarten an. Lösung. Ich habe das Gefühl, zum einen, du bist jemand, der lösungsorientiert ist, aber du bringst auch Lösung. Und das macht dich so kostbar. Deswegen lass dir bitte niemals von irgendjemandem was erzählen, dass du nicht wertvoll bist oder dass du für diese Welt nicht kostbar bist oder dass du nicht relevant bist, weil du bringst Lösung. Teilweise sogar Lösung, auf die andere vielleicht gar nicht kommen würden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich da auch anerkennst und dir Wertschätzung gibst. Ja, Ordnung im Chaos. Vielleicht ist es das momentan oder vielleicht etwas in dir hat vielleicht Angst davor, dass sich gerade Dinge neu formen. Vielleicht entwickelst du auch gerade einen Selbstwert, den du so gar nicht kanntest. Vielleicht hattest du den auch schon mal und jetzt kriegst du den wieder und denkst, oh mein Gott, hoffentlich kommen nicht wieder dieselben Probleme wie früher. Aber ich sehe für dich, dass du keine Angst haben brauchst vor diesem Chaos, sondern das ist ein gutes Chaos, ein Chaos, was gerade dir neue Möglichkeiten geben soll. Okay, jetzt gucken wir uns die allerletzte Karte an. Es wird dich freuen. Das finde ich sehr schön. Das heißt, was auch immer sich hier gerade formt, was auch immer hier gerade entsteht, ist es zum Besten für dich. Und es wird dir sogar noch Spaß machen. Und ich finde, besser geht's eigentlich gar nicht.
Also ja, das ist jetzt die Legung für Peil Nummer 2. Falls du dich zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, schau den gerne an. Ansonsten schau gerne die Infobox, wo mehr unten steht. Da kannst du auch meine Website, meinen Shop, mich buchen, mir eine Spende zukommen lassen, wenn du möchtest. Und schau auch gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt das Tigerauge gewählt. Endlich ist die Lichteinstellung mal so, dass man das richtig sehen kann. Ich finde das so cool. Okay, und wir gucken jetzt mal, so wie bei allen anderen, fangen wir mit dem Tarot an. Und machen dann mit den anderen weiter. Hm, interessant. Wir sind also bei den Schwertern. Und zwar bei der kleinsten Version. Also da ist, also man könnte fast sagen, dein inneres Kind ist gerade stark am Kommunizieren mit dir. Das, was deine Kleine oder dein Kleiner gelernt hat. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal das Alter nehmen, wie alt ist sie? 8? 7, 6, 8? Das ist so ein bisschen die Energie, die gerade aktiv ist. Die Version von dir ist gerade am Brodeln, am Machen, am Denken, am Wünschen. Also das, was du in diesem Alter vielleicht erlebt hast, sei es gut oder auch negativ, das ist gerade aktiv. Das will gelebt werden, das will gefühlt werden. Das kann aber auch blockieren. Also wenn du zum Beispiel in dem Alter sehr viel Trauma erlebt hast, kann es sein, dass das gerade sehr aktiv in Anführungsstrichen dich hindert oder dich einschränkt oder dir das Leben gerade schwer macht. Oh, interessant. Also ich sehe gerade, wir haben ja sehr viele Hofkarten. Das ist jetzt schon die reifere Version. Ich habe die Hofkarten eingeteilt in 4 Frauen. Also ich habe nicht wie das klassische König, Königin, Ritter und Page, sondern verschiedene Abstufungen von Frauen gemacht. Und sie wäre jetzt sozusagen die Königin-Version. Also wir hätten sozusagen den Pagen und die Königin. Und ich habe das Gefühl, das ist auch vielleicht bei dem einen oder anderen das Thema gerade. Das innere Kind, was anfängt zu kommunizieren oder zu rebellieren oder sich aufzuregen, aber schon auch die erwachsene Frau in einem, die versucht, das Leben zu managen. Aber ich glaube auch hier, da wir, aber das ist, ich sehe gerade, es ist nicht dasselbe Element. Wir haben einmal die Schwerter und wir haben einmal die Kelche. Also es kämpft die Gefühlswelt des Heute mit der Gedankenwelt und den Ängsten der Vergangenheit. Also wir haben, würde ich fast sagen, so einen Konflikt zwischen vielleicht dem Überdruss, den man heute hat als erwachsener Mensch, dass man manchmal vom Leben überwältigt ist oder vielleicht die Wünsche, die man als Kind hatte, dass die vielleicht gar nicht in Erfüllung gehen oder man zumindest das Gefühl hat, dass vielleicht diese Wünsche niemals in Erfüllung gehen könnten, weil diese kleine Version von einem vielleicht viele große Wünsche hatte und vielleicht dachte, dass das Leben ganz anders verläuft oder dass Dinge ganz anders kommen. Und vielleicht ist das gerade dieser emotionale oder gedankliche oder beides Konflikt, dass man so ist wie, wo führt denn das eigentlich hin? Oder warum ist es denn nicht so geworden, wie ich wollte? Oder man macht sich Vorwürfe, dass man hätte woanders sein müssen. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das gerade so an. Ah, interessant. Ja, es ist eine gewisse Wehmut. Kamera, hast du dich jetzt festgelegt? Wir haben hier die 8. Kelche. Man könnte sagen, sie wandert umher und hat sich noch nicht gefunden. Sie ist enttäuscht. Vielleicht ist es das, was ich hier meine, so eine gewisse Enttäuschung. In dir ist vielleicht eine gewisse Enttäuschung. Ich will nicht sagen grundsätzlich, aber vielleicht so eine Enttäuschung vom Leben, eine Enttäuschung von dem, was du erlebt hast. Vielleicht eine Enttäuschung von dir selbst, dass du denkst, oh Mann, ich dachte, ich bin weiter oder ich bin gesünder oder ich wusste gar nicht, dass das in mir ist. Aber wir gucken mal weiter, weil es hat gerade so eine, also es ist definitiv eine Gefühl- und Verstand geprägte Situation, in der du gerade bist. Und du sollst dir Ruhe und Auszeit gönnen. Das ist momentan ganz, ganz wichtig. Räucherwerk, ausruhen, früh ins Bett gehen, wenn es möglich ist. Schön, sich eine schöne Auszeit machen, sich auf gar keinen Fall verrückt machen lassen.
Vielleicht kommen die Sachen ja noch, die du brauchst. Ich weiß, der ein oder andere, ich weiß manche, also ich habe ja wirklich unterschiedliches Alter von 18, 19 zu schon fast 80. Ich weiß, das Spektrum ist ganz groß an Menschen, die hier zuschauen. Und der ein oder andere für den, ne, der in jungen Jahren denkt dann manchmal, oh ja, okay, Dinge können noch kommen. Und jemand, der älter ist, denkt, als ob das für mich noch gilt. Ich weiß, ich fühle ja ganz oft diese Enttäuschung, die Enttäuschung vom Leben, die Enttäuschung von dem, was sie erlebt haben oder von den unerfüllten Wünschen, die sie, wo sie dachten, dass sie vielleicht erfüllt werden. Aber ich sage immer, das Leben ist erst vorbei, wenn ihr im Grab liegt oder in einer Kiste oder was auch immer. Oder in der Urne. Vorher ist es nicht vorbei und deswegen fühlt es sich auch. Ich meine, man könnte fast sagen, das könnte hier unten eine Urne sein, so wie erst, wenn die Urne da ist, dann war's das. Vorher ist das Leben immer noch machbar. Überraschungen können kommen, Vielfältigkeit, Dinge können noch entstehen und dass im Grunde genommen noch gar nichts in Stein gemeißelt ist. Aber wir gucken mal, welche Kräfte bei dir hier wirken. Okay. Das kann in vielerlei Hinsicht sein. Das kann sein, die gescheiterte Liebe. Oder die Liebe, die niemals war, oder die Konflikte im Leben. Das kann, wie gesagt, der Konflikt in dir gerade sein, aber auch Konflikt mit jemandem. Das kann der Konflikt unter Geschwistern sein. Das kann der Konflikt mit einem Partner sein. Der Konflikt der Eltern, den man mitbekommen hat. Vielleicht gab es da auch Streit oder Stress oder Energien, auf die du energetisch noch zurückgreifst, weil auch sie, ich sag ja, sie hat auf jeden Fall mitbekommen. Sie hat Dinge mitbekommen und Dinge gesehen. Und es könnte sein, dass sie auch Leid gesehen hat und dieses Leid ist tief verankert in einem drin und es beeinflusst einen heute noch, egal wie alt man ist. Ihr seid auf jeden Fall ein spannender Peil, weil es hier wirklich so all in geht, so richtig tief von der Materie. Gucken wir mal, was du hier für ein Krafttier bekommst. Oh, jetzt kriegen wir auch noch das zauberhafte kleine Reh. Okay, also bei euch könnte wirklich auch sein, dass das zum einen seid ihr super emotional, super sensibel und ihr braucht Liebe und Geborgenheit, ansonsten funktioniert es nicht. Also ihr seid wirklich nicht Wesen, wo man draufhauen kann, sondern wenn bei euch Leute laut werden, unharmonisch, dann kann euch das sehr viel Angst machen. Ihr könnt schnell in eine Schockstarre verfallen. Vielleicht seid ihr das in eurem Leben auch schon und vielleicht ist das auch etwas, dass ihr dann manchmal da nicht rauskommt, dass ihr von euren Gefühlen, euren Gedanken manchmal so überrannt werdet, dass ihr gar nicht handlungsfähig seid und dass das eben auch auf Basis von dem, was ihr gesehen und erlebt habt, ist. Und deswegen ist Ruhe für euch umso wichtiger. Ruhe, Rückzug, sich was Gutes tun. Weil ihr tragt, das ist es, ihr tragt unheimlich viel Liebe in euch und ihr wollt dieser Welt Liebe geben. Und ihr versteht manchmal nicht, warum diese Welt nicht einfach Liebe zurückgibt, warum sie so barbarisch manchmal ist, warum sie so hart ist. Weil ihr verdient auch Liebe. Weil man sagt zwar immer im Leben, ja, wenn man Liebe gibt, erhält man Liebe zurück, aber die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also ich habe sie gemacht, dass man Liebe zurückerhält, aber man hat auch schon Liebe gegeben und null zurückbekommen. Es ist nicht dieses Gleichgewicht, wovon sie immer reden, du musst handeln und dann bekommst du, das ist nicht stimmig. Du sollst aus dem Herzen heraus immer handeln, aber du kannst dich zum Beispiel auch befreien von Menschen und handelst in dem Moment aus dem Herzen heraus. Das muss nicht immer diese tatsächliche Liebe sein, die man immer so sieht, sondern die Absicht ist das Entscheidende. Ob deine Absicht voller Liebe ist. Und vielleicht wird es Zeit, auf dich aufzupassen, mehr auf dich aufzupassen und noch mehr zu akzeptieren, dass du ein Wesen bist, was behütet werden muss. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, die dich nicht achten, die dich nicht schätzen, die nicht für dich sorgen, dann ist es Zeit, davon Abstand zu gewinnen. Oh Gott, wir bleiben auch noch beim Reh oder beim Hirsch. Das ist fast schon so diese Mittelstufe, also die Entwicklung. Du hast also für dich schon auch eine Entwicklung in vielerlei Hinsicht gemacht. Also du bist nicht komplett nur das Rehkitz, aber ich habe das Gefühl, du könntest manchmal beim Rehkitz landen, aber dann bist du auch wahrscheinlich wieder der heranwachsende Hirsch, aber dann bist du auch wieder das Rehkitz. Das ist so ein Schwanken, wahrscheinlich je nachdem, was für äußere Umstände dich treffen und was das Leben gerade mit dir macht, kann es sein, dass du in verschiedene Phasen verfällst. Und das ist auch okay, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich sehe nur gerade, dass deine Emotionen stark beeinflusst werden können von den Menschen, die dich umgeben. Und das macht dich manchmal, glaube ich, auch kirre und das tut dir manchmal auch weh, weil du würdest gerne, glaube ich, unabhängiger sein und freier sein. Und ich glaube, deine Gedanken,
können auch schnell ins Negative rutschen, wenn im Außen was passiert. Und das ist einfach dem geschuldet, dass manchmal keine Stabilität in deinem Leben war oder zumindest du dir selbst vielleicht auch keine aufbauen konntest oder sie dir an irgendeiner Stelle im Leben genommen wurde. Schauen wir mal, was wir noch reinkriegen. Venus-Energie, die Weiblichkeit. Du bist definitiv jemand, wir bleiben bei den Gefühlen, wir bleiben bei der Sinnlichkeit, wir bleiben bei dem Gefühlvollen. Vielleicht ist es auch das, vielleicht hat man dir auch immer vorgeworfen, du bist vielleicht zu emotional oder man hat dir vorgeworfen, du siehst die Dinge zu positiv. Venus-Energie. Venus ist ja Herrscher von Stier und Waage. Und die Waage-Energie hat man ja, dass man Harmonie möchte und dass man das Gleichgewicht möchte. Und manchmal kann man das Gleichgewicht nicht herstellen. Und das zerreißt einen dann, wenn dieses Gleichgewicht nicht herstellbar ist, weil andere zum Beispiel zum Gleichgewicht nicht dazu beitragen wollen, weil sie einfach sagen, nö, ich mache, was ich will, mir egal. Und das kann einen manchmal innerlich zerreißen. Das kann deine Kreativität blockieren, das kann deine Leidenschaft blockieren, das kann deine Weiblichkeit blockieren, das kann auch das Vertrauen in dich blockieren. Und ich glaube, du bist so jemand, der muss wieder Kraft in sich finden. Der muss wieder sagen, ich löse mich vom Außen, ich löse mich von bestimmten Umständen und Menschen und ich treffe Entscheidungen aus mir heraus und ich schaffe auch aus mir heraus. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich rauszufinden, wer du wirklich bist. Weil ich glaube, in dir drin eine Menge los ist, auch eine Menge gespeichert ist. Anteile, die gar nicht zu dir gehören. Und die aufzulösen. Okay, schau mal kurz. Ja, Ärger. Du sollst keine Angst haben vor Ärger. Vor allen Dingen, wenn du Ärger machst. Kinder, die zum Beispiel aufgewachsen sind in sehr viel Trubel, wollen, dass alles gut ist, weil sie keinen Nerv mehr für Kampf haben. Aber manchmal ist der Kampf der einzige Weg, wieder Harmonie zu schaffen. Manchmal ist sich aufregen, Streit suchen, Dinge klären, der einzige Weg, damit alles wieder gut wird, seine Wahrheit sprechen. Und manchmal muss man für Ärger suchen, damit Ärger weggeht. Manchmal geht Ärger eben nicht von alleine weg. Wenn du jemanden in deinem Leben hast, der zum Beispiel sehr toxisch ist oder der dich sehr beeinflusst und der dir Ärger macht, bekommst du den nicht mit einem Lächeln weg. Du bekommst den nicht weg, indem du nett bist. Du bekommst den nicht weg, indem du dem alles gibst und alles für den machst und Hauptsache irgendwie den zufriedenstellst. Das funktioniert nicht. Manchmal muss man Ärger machen, um sich befreien zu können. Und das kann halt, das regt jetzt nicht so gut, ne? Das hat halt das nicht gelernt. Aber ich glaube, du bist im Entwickeln von, du vertraust dir, dass du, wenn du auch mal Ärger machst, nichts Schlimmes passiert und dass es sogar gut für dich ist. Ja, und vielleicht bist du noch nicht so weit oder vielleicht hast du noch keine Ahnung, wie, wo, wann. Dann sollst du jetzt wissen, dass Dinge auf jeden Fall kommen, Chancen, Möglichkeiten. Das Leben wird dir zeigen, wann du einsetzen sollst, wann du dich behaupten sollst. Du fühlst dich an wie jemand, der eigentlich immer nur das Beste will. Und es gibt aber in dieser Welt Menschen, die wollen manchmal nicht das Beste. Oder zumindest nicht, dass du das Beste erfährst. Aus was für Gründen auch immer, das können unterschiedliche Gründe sein. Und es zerreißt manchmal Menschen wie dich, dass du so alleine damit bist oder nicht die Unterstützung erhältst. Und dann stellst du dich in Frage, wer bist du eigentlich? Warum bist du so? Und warum kannst du nicht einfach mal gut sein lassen? Oder warum musst du fühlen, was du fühlst? Aber du bist so geschaffen worden. Du bist mit Absicht so geschaffen worden. Und mit dir ist alles richtig. Ja, und du sollst in dieser Welt das auch nach außen tragen. Du sollst zeigen, dass es richtig ist zu fühlen, dass es richtig ist, auch Harmonie zu wollen. Aber du darfst eben auch keine Angst haben vor den anderen Anteilen in dir und dem, was in dieser Welt sozusagen umgeformt werden muss, damit die Harmonie wieder entstehen kann. Okay, lass uns die letzte Karte angucken. Glaube an die Kraft in dir. Und ich glaube, das ist somit die Botschaft schlechthin, dass du an diese Kraft in dir auch glaubst, weil das ist das, was dir vielleicht manchmal fehlt. Dass du zwar schon weißt, okay, ja, du hast Fähigkeiten, aber vielleicht denkst du nicht, du bist so kraftvoll, wie du wirklich bist. Und dass du dich vielleicht manchmal
schwächer einschätzt. Aber ich sehe in dir ja eine ungemeine Kraft, eine ungemeine Stärke und die sollst du leben. Ja. Okay, ihr Lieben, das war's zu Peil Nummer 3. Falls ihr euch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut den gerne an. Ansonsten schaut gerne die Infobox, dort ist meine Website verlinkt, mein Shop, auch eine Möglichkeit, mir was zukommen zu lassen, falls du das möchtest. Wir sehen uns dann bald wieder, schau auch gerne bei Bastelria vorbei. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann.